Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Die Leipziger Buchmesse steht kurz davor, aus ihrem kleinen Kaninchenbau rauszukommen, die Öhrchen auszustrecken und zu sagen, hallo, da bin ich wieder. Schön, dass ihr auch alle wieder gekommen seid. Und alle Leute, meint die Leipziger Buchmesse natürlich, vor allem der Finium Prince, dem Independent Verlag für Grobe und Schöne, an dem ich auch wieder bin und meine Comics verkaufe. Wir sind diesmal nicht wie die ganzen Jahre zuvor in dem Doujinshi-Bereich, wo die ganzen armen Comiczeichner sonst immer versammelt sind, sondern wir haben einen echten, ganz echten Verlagsstand, wie ein echter Verlag eben so ist. Das liegt nicht daran, dass wir super reich sind oder größenwahnsinnig sind, was zumindest das zweite stimmt natürlich, aber es liegt einfach daran, dass wir tatsächlich keinen Platz mehr auf dem Doujinshi-Bereich gekommen sind und uns jetzt in Unkosten stürzen müssen, um trotzdem für euch da sein zu können, euch mit Speck einzureiben und sanft in Butter und im eigenen Saft braten zu können. Deswegen müsst ihr da auch hinkommen und alles kaufen, was da ist. Ansonsten gibt's uns bald nicht mehr. Dann lösen wir uns einfach auf im Nichts. Wenn es The Finium Prince nicht mehr gibt, dann löse ich mich nämlich auch im Nichts auf. Das ist eine der Vertragsbedingungen, eine der vielen, vielen Klauseln, die ich nicht beachtet habe, als ich den Vertrag unterschrieben habe vom Teufel, der ja der Besitzer von The Finium Prince ist. Kann es leider nicht genau sagen, wo, aber halt in dem MCC-Bereich, dem Manga Comic Convention-Bereich in Halle 1, sind wir trotzdem, wo wir sonst auch immer waren, aber halt mit so einem richtigen, echten, mit einem echten Stand, als wären wir ein echter Verlag. Ja, und es lohnt sich natürlich auch, da vorbeizukommen und Sachen zu kaufen. Also wir sind ja nicht total dumm und mieten uns da so einen abenteuren Stand. Wir haben natürlich auch was Neues, was ihr dann haben könnt, nämlich Elefantenfriedhof Band 2. Ich glaube, also wirklich knapp, grob über ein Jahr jetzt an diesem fucking Comic gearbeitet. Vor allen Dingen jetzt die letzten 2-3 Monate waren echt harte Buckelarbeit, weil das wurde jetzt so übers Knie gebrochen. Ich habe ja jetzt gesagt, auf der Conity hatte ich ja angekündigt, das kommt zur Leipziger Buchmesse, also musste ich es jetzt auch einhalten, aber es hat geklappt. Die Bände sind da, es ist soweit. Hier ist übrigens das Cover, ich habe es hier eingeblendet. Hier, da. Stimmt, habe ich das da eingeblendet. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich da ist. Das war harte Arbeit. Ich glaube, das ist tatsächlich der ausgetüftelste Comic, den ich je gezeichnet habe, was die Story her. Sehr kompliziert, aber Humor hängt ja auch bekanntlich von der Intelligenz des Empfängers ab. Also, wenn ihr schlau seid, dann werdet ihr diesen Comic bestimmt verstehen. Bin ganz aufgeregt und ganz gespannt, was ihr denn davon haltet, wenn ihr das dann lesen habt. Und ihr müsst mir dann bitte auch ganz viel Feedback geben, wenn ihr es gelesen habt. Und am besten positives Feedback, weil ich sonst deprimiert bin und mich umbringen muss. Was gibt's sonst noch auf der Leipziger Buchmesse von The Finium Prince? Ich habe keine Ahnung, aber es gibt bestimmt noch einiges mehr. Vielleicht. Hoffe ich. Aber eigentlich lohnt es sich auch schon für Elefantenfriedhof. Eigentlich lohnt es sich schon, am Stand von The Finium Prince vorbeizukommen und allein um uns singen zu hören. Denn mit unseren engelsgleichen Stimmen erfreuen wir die Menschheit, seit sie gedenken kann. Menschheitsgedenken, das war ein Wortspiel. Ja. Also, von bis Leipziger Buchmesse. Wir sind da, Halle 1, MCC. Kommt da bitte hin, bringt Gegrilltes mit. Und Alkohol, ich weiß, das ist verboten, Alkohol mitzubringen, aber für uns könnt ihr das ruhig mal machen. Anarchie. Ja, ich rufe hier offen zur Anarchie auf. Und ich weiß zum Beispiel, dass Cosplayern verboten ist, Kunstblut auf der MMC zu haben. Dann nimmt doch einfach echtes Blut. So, ich muss jetzt Essen kochen. Tschüss. Schlaue Leute und gerade Humor hängt ja auch immer von der Intelligenz hängt von der. Nein, das war falsch. Ich bin leider doof.